Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. In dem allerersten Beitrag mit der Ankündigung der Eröffnung des Market Gardens, den wir hier hochgeladen haben, konntet ihr am Ende des Clips sehen, dass wir das Grundgerüst für den Gewächshaustunnel bereits fertig aufgestellt hatten. Jetzt fehlten nur noch die Stirnseiten mit den Türen und die Folie auf dem Tunnel. Eigentlich sollte das schon längst erfolgt sein, doch leider hat sich die Fertigstellung aufgrund meines Trizepssehnenabriss im rechten Arm bis in den Februar 2023 verzögert. Nach dem kurzen Intro könnt ihr sehen, wie es mit dem Tunnel weitergeht. Bei blauem Himmel und angenehmen Temperaturen wurden die Türelemente aufgebaut. Hier seht ihr, wie meine Frau gerade die Scharniere für die vorderen Türflügel anbringt. Die hintere Seite war bereits fertig. Nachdem jetzt auch die Türelemente vorn und hinten fertig waren, konnten wir zwei Tage später endlich die Folie auf das Gerüst ziehen. Ehrlich gesagt hatten wir ein wenig Angst davor. Wie sollten wir die schwere Folie vernünftig über den Tunnel ziehen? Es gab verschiedene Überlegungen, wie zum Beispiel die benötigte Länge abrollen und dann seitlich über den Tunnel ziehen. Das konnte aber nicht gehen, weil die Folie für den zweiten Tunnel noch auf der Rolle war. Die benötigte Länge abrollen und abschneiden wäre riskant gewesen. Hätten wir die Folie nur einen halben Meter zu kurz geschnitten, hätten wir ein massives Problem gehabt. Aber zum Glück haben wir einen Traktor mit Frontlader. So konnten wir die Folie über die Mitte des Tunnels ziehen und am Ende passend abschneiden. Leider war das Wetter nicht mehr so schön wie vor zwei Tagen. Es gab immer wieder leichte Regenschauer, aber noch viel schlimmer immer wieder kleine Windböen. Doch mit vereinten Kräften und vielen guten Ideen von allen Beteiligten ging es viel besser und einfacher als gedacht. Hier seht ihr, wie die Folie schon zur Hälfte aufgefaltet ist. Jetzt fehlt nur noch die zweite Hälfte. Das geht aber quasi wie von selbst. Wie ihr eben hören konntet, nahmen die Windböen jetzt kräftig zu und damit auch unsere Angst, dass die Folie vom Gerüst geweht werden könnte. Also mussten wir uns beeilen, die Plane auszurichten und so schnell wie möglich zu sichern. Nach dem Ausrichten wurde die Folie an den Stirnseiten mit speziellen Klammern gesichert. Die Seiten werden mit Schnüren gesichert. Dazu werden diese diagonal über den Tunnel gespannt. Da während dem Verspannen der Wind zunahm, konnten wir die Kamera auch nicht aufstellen. Daher haben wir davon auch keine Bilder. Aber ich denke, dass man die Spannschnüre auch so gut erkennen kann. Jetzt müssen die Türen rechts und links mit der Folie bespannt und eingesetzt werden. Dann ist der Tunnel fertig und die Beete können darin angelegt werden.